Jetzt kommt hier der Stimmungscheck bei Frau Dederich, GK. Wir gucken mal, was die da so machen. Morgen, Leute, was geht hier für Stimmung? Geht ihr ab hier? Sollten wir was machen? Mann, hier geht ja gar nichts, ey. Ach du Scheiße, hier ist ja... Also hier, Leute, lasst das mal sein mit Englisch GK. So, Stimmungscheck, die zweite. Deutsch GK bei Frau Zubeck. Ich hoffe, die sind jetzt ein bisschen besser drauf. Morgen. Leute, macht mal Stimmung hier, geht mal richtig ab, Mann! Oh, spontan wie ein Fahrplan hier, ey. Ganz schlimm. Ganz schlimme Stimmung. Also auch Deutsch-Grundkurs negativ. Stimmungscheck, die dritte. Italiano, Frau Benno. Wir wollen mal gucken, was hier so geht. Morgen, Leute, macht mal Stimmung hier. Geht mal richtig ab jetzt. Oh, meine Fresse, hier ist eine gähnende Leere, sag ich mal. Was soll ich sagen? Italienisch. Ja, Spaghetti essen macht man da auch nicht, scheinbar. Oh. So, Leute, heute Kuba-Test. 12 Minuten. 3, 2, 1. Stimmungscheck, der vierte. Also ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Also scheinbar kommen die Schüler nur noch in die Schule, um auszuschlafen hier. Aber jetzt Physik-Grundkurs, ich glaube, da geht einiges. Also da ist der Kessel am Brennen. Morgen. Jetzt mal richtig Stimmung hier, Leute. Jawohl. Falscher Kurs, ach du Scheiße. Zu den auffälligsten Erscheinungen des sozialen Wandels der letzten Jahrzehnte gehört die sogenannte Bildungsexpansion. Dieser Begriff stammt aus der Bildungsforschung und bezeichnet den enormen Ausbau der sekundären und tertiären. Okay, then, can you please tell me about the relationship between Hero and Claudio? Hero and Claudio. Nein! Mario! Okay. Also, jetzt kommt Stimmungscheck, die fünfte. Gestern die Elfer sind ja schon richtig abgegangen. Und jetzt meine letzte Hoffnung: Bio-GK bei Herr Loth. Wir schauen mal. Ja, macht er. Morgen. Morgen. Leute, jetzt macht mal richtig Stimmung hier. Geht mal ab jetzt hier. Komm. Geht mal ab hier. Yeah. Also, gut, ich sag ehrlich, wenn ich 2 Stunden Ruhepuls von 20 hätte, dann würde ich auch so abgehen können. Aber ich bin stolz, die 13 haben doch noch gerockt. Wir gehen ab, Leute.